So, wie geht's weiter? Zelle Nummer 8. Guck mal da. Achso, da 5 Picks. Ja, komm, dann mach mal. Mach mal auf. Elizabeth. Das kriege ich hin. So, alles ausräumen. Erledigt. Danke, Elizabeth. Okay. So. Eine weitere Ausrüstung. Feuervogel. Beim Sprung von einer Skalle verbrennen Feinde in der Nähe. Oh. Opfer nehmen 3 Sekunden lang 400 Schaden. So RPG-mäßigen Schaden, oder wie? Das ist ja toll. Okay. Und da einmal mit der Haarnadel aufmachen, bitte. Das dürfte schnell gehen. Danke. Hier ist es, oder? Ja. Nummer 9. Fertig. Der Witz, Sie sind ein Löwe. Aber man kann mir nicht vorwerfen, wenn ich meine Interessen wahre, oder? Ich weiß, Daisy Fitzroy hat eine Berufung. Doch Sie werden merken, dass sich Ihre Wege trennen. Löwen ziehen mit Löwen, DeWitt. Nicht mit Hyänen. Ich laufe jetzt trotzdem ganz... Sorry, ihr werdet mich wahrscheinlich jetzt hassen dafür, aber ich laufe jetzt trotzdem ganz kurz zurück. Ich möchte nämlich nicht... ich möchte nämlich das Ding aus dem Ding hier holen. Weil nicht, dass wir da dann nicht mehr zurück können. Das Ding aus dem Ding, ihr wisst, was ich meine, ne? Das, was wir jetzt mit dem Codebuch holen können. Und nicht, dass wir da nicht mehr zurück können. Das wäre nicht so schön dann. So, da raus dann. Okay. Natürlich. Wartet jetzt hier irgendwo wer auf mich? Ich höre Musik. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommt. Es macht mir ein bisschen Angst. Aber ich muss trotzdem raus, ja. Vielleicht schmiert das Spiel jetzt nicht ab, weil ich den Weg nicht so gehe, wie ich ihn gehen solle. Solle. So, schnell raus da. Das Blöde ist nur wahrscheinlich, dass die Feinde dann irgendwie wieder respawnen. So, gut. Wo mussten wir dann nochmal hin? War es hier? In letzter Zeit kommen mir eine Menge komischer Ideen zu Ohren. Bezahlter Urlaub. 8-Stunden-Tag. Lohnfortzahlung. Das sind Anarchistenworte, meine Freunde. Und der Anarchist ist der Freund des Hungers. Der Genosse des Mangels und der Spießgeselle der Krankheit. Ich werde nicht zulassen, dass ein Anarchist zwischen euch und euren Lebensunterhalt tritt. Ja, jetzt sollte ich nochmal wissen, wo das gewesen ist. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, weil diese Aufnahme schon ein paar Stündchen her ist. Oder Tage sogar. Ich weiß nicht mehr das noch genau. Da kamen wir raus, ne? War das da drin? Nee, achso, da kommen wir eh nicht mehr weiter, kommen wir eh nicht mehr rein. Aber wo war denn das jetzt? War das da hinten, glaube ich, irgendwo, oder? Oder nicht? Hi. Karabiner. Sind Chen Lin was? Da hinten war es, oder? Die Chiffre. Nee, auch nicht. Boah, wo war denn das nochmal? Das ist ja jetzt doof. War es doch hier drin. Nee, da kann ich gar nicht rein. Boah, bin ich jetzt doof? Nee, das müsste da drüben gewesen sein, oder? Shantytown. Nee, da kommen wir ja nicht rein. Moment, bin ich jetzt blöd? Moment, da mal nach oben. Ich bin hier unten. Das ist schön. Boah, verdammt, wo war das? Die Klage, die ich von Arbeitern am häufigsten höre, ist die, dass sie mit ihrem Los unzufrieden sind. Was quält ihr euch, frage ich? Eine Kuh kann kein Löwe sein. Und warum solltet ihr das wollen? Wer will schon all die Verantwortung und Sorgen? Macht schön eure... Moment, Ziele. Optional, benutze die Chiffre, um den Voxcode zu knacken. Wow, toll. Aber wo? Esst euer Essen und geht schlafen. Einfachheit ist Schönheit.
Heieiei, wo war denn das nochmal? Wo war denn das nochmal? Wir waren da drüben. Da komme ich da gerade jetzt nicht mehr hin, weil das jetzt gerade storymäßig nicht reinpasst oder wie oder was? Da ist der Dollarbill, den brauchen wir sowieso nicht. Da, dahinter war das, garantiert. ja, nö. Moment, jetzt gehen wir nochmal da hoch. Nur die Ruhe, alles in Ordnung. Ja, hier. Das freut mich sehr. Moment, wo konnte ich da? Kann ich da hoch? Nö. Darüber geht's auch nicht. Da ist der Eingang zum Good Times Club. Ich bilde mir ein, dass das da drinnen war. Nee, da. Na, irgendwann kommen wir da schon rein, aber jetzt gerade irgendwie nicht. Oder war es bei Chen Lin drin? Chen Lin drin? Ich bin jetzt echt gerade ein bisschen überfragt. Ach, da kommen wir auch noch rein. Da drinnen war es. Ja, genau, sehr schön. So. Bitte, Elizabeth, mach was. Gut, eine Sekunde. Ja. Die kaputte Uhr schlägt um Mitternacht. Welche Uhr? Die hier scheint's zu sein. Stell sie auf Mitternacht. Was, die da? Ja. Oh, oh. Salvengeschütz, Voxphon. Ich kam nach Columbia, weil ich an Gott und an die Ehre glaubte. Aber Slade hat mir klargemacht, es liegt nichts Göttliches darin, seine Brüder aus der Gemeinschaft der Menschen auszuschließen. Und es ist nicht ehrenhaft, diejenigen zu verteidigen, denen der Begriff Ehre fremd ist. Vielleicht gibt es in Finken noch wen, der es wert ist, dass ich ihm diene. Okay, und so ein Ding, ja. So ein Ding ist nie schlecht. Einmal Salz, danke. Ja, und zumindest Salvengeschütz will ich nicht. Salvengeschütz macht keinen Spaß. So, okay, gut, das, ja. Hat jetzt länger gedauert, sorry, weil ich doof bin. Aber naja. So, gut, dann rein in den Good Times Club. Ja, bitte, rein, danke. Ich muss kurz... Warte, ich muss kurz was trinken. Ja, wir haben die Show schon gesehen. Jo! Autsch. Tut nur dem Schild was. Was? Also, Gatling Gun brauchen wir nicht. Nee, nee. So. Zack. Und da rein. Und weiter runter. Und bald haben wir's. Oh. Okay, brauchen wir nicht looten. Gut. Hier Abfallentsorgung. Das Video ist aus. Gut so. So, und rein bei die Tür Nummer 9. So, dann geht's hier weiter nach unten. Spannend, spannend. Oh, ach ja, das ist irgend so ein Wasserdingens, irgendwas. Ich bin mir nicht sicher. Oh, gespeichert, okay. Oh, Blut. Sehr viel Blut. Oh, oh. Noch mehr Blut. Oh, oh, Moment. Hier, nix. Okay, gut. Ja, es ist dunkel hier. Ah, da ist ein Lichtschalter. Drücken wir mal drauf. Oh, das ist eine Blutlache. Und ich vermute mal, der sieht nicht so gut aus. Zu spät. Verdammt. Eieiei. Was hat er gemeint? Jetzt müssen wir uns einen anderen Waffenschmied suchen. Nein. Tod ist tot, Elizabeth. Tod? Ist tot. Was? Was zum Teufel? Ich sehe Kopf. Und ich sehe Zahl. Nur eine Frage der Perspektive. Warum folgt ihr uns? Wer schickt euch? Comstock? Was wollt ihr? Was sieht man hier? Aus diesem Winkel? Tot.
Hör zu. Und so? Am Leben. Booker. Shen Lin. Die Leiche ist weg. Sie war niemals hier. Ein anderes Columbia. Ein andersartiges. Die gleiche Münze. Eine andere Perspektive. Kopf. Zahl. Tod. Am Leben. Wir müssen durchgehen. In dieses andere Columbia. Ah ja. Aber wie? Es ist wie Fahrradfahren. Man verlernt es nie mehr. Man muss nur den Mut haben, aufzusteigen. Ah ja, oh, oh. Okay. Wenn wir diesen Riss betreten, dann gibt es, glaube ich, kein Zurück. Willst du das wirklich? Ja, doch, müssen wir, oder? Öffne den Riss. Riss öffnen. Okay, öffne ihn. Sehr cool. Da. Kein Blut mehr. Und keine Leiche. Eine andere Welt, Booker. Ein anderes Columbia. Ich schätze, ein toter Waffenschmied weniger wird nicht der einzige Unterschied sein. Kehr zu Chen Lins Werkstatt zurück. Oh, das sieht ja alles. Okay, was ist das jetzt? Repetierer. Okay. Ach, das ist jetzt so eine rote Waffe. Rot heißt quasi aus dem roten Columbia, oder wie? Also aus den anderen Columbia. Aber ich möchte ehrlich gesagt den Karabiner wieder nehmen. Ist nur die Frage, ob wir diese Munition hier auch finden. Irgendwie mich beunruhigt diese Lautstärke da oben ein bisschen. Oh. Hi. Okay. Haben wir die Vox Populi etwa gewonnen? Ach, hier sind ja viel mehr. Gut, der ist immer noch tot. Auch in diesem Columbia. So, Munitionsfässer, sehr schön, gut. Hört auf hier zu jammern. Maschinengewehr, nö. Der ist auch hier. Gut, aber ist trotzdem alles ein bisschen anders, ne? Daisy Fitzroy. Los jetzt, du Scheißkerl. Erzähl mir was über Daisy. Mach ihn los. Was? Scofield sagt losmachen. Sie bringen seine Geräte zur Verwahrstelle. Schätze, so bleibt er sauber. Warum? Bist du von der Columbia Gazette? Die Frau von dem Schlitzauge hat mächtige Freunde. Komm, wir brauchen die Zelle. Okay. Es lief also hier ein bisschen anders. Ich kapiere nicht, wieso Chen Lin wieder lebt. In dieser Welt wurde er gar nicht ermordet. Bücher. Irgendwo erfahren wir vermutlich warum. Ah, Daisy Fitzroy. Schätze, man kann nicht einfach so etwas ändern und erwarten, dass alles andere gleich bleibt. Das ist die von dem Vox Populi. Okay, offensichtlich geht's denen hier noch schlechter. Kann das sein? Oder ist das hier... Achso, das ist ja nur so eine Druckerei. Oder auch nicht? Oder wie? Oder was? Ich verstehe es nicht ganz. Hier ist alles rot. Maschinengewehr? Nee. Ich bleib bei meinen Karabiner. Oh, hi. Diese Männer. Ich hab sie getötet. Die waren tot. Nicht in dieser Welt. Booker, sieh mal. Ich habe alle Nasenbluten. Ich bin noch hier. Ich hasse einen von mir. Wen hasse ich? Das ist eine gute Frage. Okay, dass die vielleicht in dieses Columbia kommen, bevor sie sterben? Sie erinnern sich. Woran denn? Daran, tot zu sein. Was geht hier vor? Oh. Als mein Sicherheitschef wollen Sie vermutlich erfahren, wie diese beiden an Ihren Männern vorbeikamen und was Sie im Keller wollten. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Was wir, wie wir an euch vorbeikamen, das weiß ich selber nicht so genau. Das, wir wissen es ja selber nicht. Leute, bitte jetzt nicht gleich so grob sein. In der anderen Welt war er es, der da an der Wand hing. In der anderen Welt? Von der ganzen Sache kriege ich Kopfweh. Ja, ich auch irgendwie ein bisschen. Ich glaube, wir sollten das Maschinengewehr nehmen. Was, wie viel Munition? Ja, komm, da haben wir jetzt ein bisschen mehr Munition. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Raus hier, oder wie?
Ich gehe mal raus hier. Oder? Ja, komm, wir gucken raus. Stimmt, wir sollen zu Chen Lin. Wir sollten zu Chen Lin. So, raus da. Zack. Und er steht auf der anderen Seite jetzt. Waffenschmied freigelassen. Aha. Vorfahren gegen Chen Lin eingestellt. Was können wir hinter dieser Wende stecken? Vermutlich sein Schwager, der Sicherheitschef bei Fink ist. Ende. Okay, ja gut, wenn das so ist. Toll, einfach so ein kurzes Video, dass der wieder frei ist. Na gut. Was ist mit dir? Was haben wir denn da? Gesundheit, okay. Ja, dann gucken wir ihn mal raus. Bin gespannt, wie das jetzt draußen so aussieht. Oh. Einige sind unzufrieden mit ihrer Rolle hier bei Fink Industries. Aber ich sage euch... Hi. Achso. Das ist dieses. Ich weiß ja nie, ob die mich angreifen oder nicht. Moment, warte mal kurz. Warum kann ich mich da jetzt nicht dranhaken? So, wo seid ihr denn? Freunde! Ich möchte einen konvertieren zu mich. So. Sehr schön. Heieiei, die haben alle getötet hier. So, da hinten ist ja nix. Nee. Warum? Was habt ihr wieder gegen mich? So, einmal kurz umschalten. So, gut, sehr schön. Nein, nicht schießen, nicht schießen. Schießt nicht auf mich. Wo seid ihr? Ach, da vorne. Schießt noch einer, Moment. Der hat ein Salvengeschütz, das ist mir ein bisschen zu gefährlich. So. Hatte er. Gut. Warum nicht? Doch, Salze, danke. So. Oh, gut. Was ist mit dir? Ach, da ist ja noch einer. So, komm, ein bisschen Nahkampf. Oh, ich bin fast tot. Verdammt, verdammt, verdammt. Moment. Das war jetzt ein bisschen... Ja, passt schon. Wow. Oh. Ich bin fast tot. Das gefällt mir gar nicht. Ich muss hier... Ah, Medizinkits, Gott sei Dank. So, danke. Boah, das war jetzt richtig gerade ein bisschen bitter. So, ist da drinnen irgendwas noch versteckt? Nö, da ist nur so ein Salvengeschütz. Puh, ja, das war jetzt ein bisschen knapp, ne? Ich sollte vielleicht ein bisschen öfter meine... Moment, wir könnten eigentlich auf den da machen. So, wo ist denn der? Einmal da. Danke. Danke. So, gut, jetzt bekämpfen die beiden sich ein bisschen. Toll, jetzt habe ich wieder keine Salze mehr. Danke. Ich stehe mit dem Maschinengewehr vorher, aber ist egal. So. Gut. Was hätten wir? Haben wir es jetzt geschafft? Haben wir es jetzt geschafft? Ja. Was? Oh. Killt den falschen Propheten. Das ist ja... Das ist nicht so schön. So, komm, was haben wir denn da? Schadensboost, ja, die Panzerfaust nehmen wir nicht. Hier Salvengeschütz auch nicht, Präzisionsgewehr auch nicht. Gibt's immer dasselbe Zeug? Ich möchte das nicht. Ach, halt die Klappe, du blöder Automat. So, dürfte ich jetzt dann bitte Chen Lin besuchen? So, rein da. Du. Ja, gut, aber ich mache wieder eine Aufnahmepause. Hörst du irgendwas? Was? Keine Maschinen, keine Geräte. Suchen wir diesen Waffenschmied. Vielleicht ist er jetzt oben. Ja. Aufnahmepause. Bis gleich, ciao. Ja. Also, ciao.